Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Gesundheitsminister will Patientenakte auf Handys zugänglich machen. Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherungen sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spätestens ab 2021 auch per Handy und Tablet ihre Patientendaten einsehen können. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der CDU-Politiker wolle auch die Zugänge und Authentifizierungsverfahren für die elektronische Patientenakte erweitern. Der Versicherte selbst soll wie beim Online-Banking mit PIN und TAN einfacheren Zugriff auf seine eigenen Daten bekommen. Bislang ist es strittig, ob die Daten auf Wunsch der Versicherten überhaupt elektronisch übermittelt werden dürfen. Urteil zum Rundfunkbeitrag steht bevor. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am kommenden Mittwoch darüber, ob der Rundfunkbeitrag in seiner jetzigen Form rechtmäßig ist oder nicht. Im Kern geht es dabei um zwei Fragen. Zum einen muss das höchste deutsche Gericht feststellen, ob es sich bei dem Beitrag nicht vielmehr um eine Steuer handelt. Wäre dies der Fall, hätten die Länder keine Gesetzgebungskompetenz. Zum zweiten muss geklärt werden, ob es zulässig ist, den Beitrag pro Haushalt bzw. Wohnung zu erheben. Ladespuren für E-Lastwagen-Teststrecke im Bau. Der Bau der ersten deutschen Teststrecke für E-Lastwagen mit Oberleitung im Rhein-Main-Gebiet geht zügig voran. An der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt stehen bereits die rund 230 Masten für Lastwagen mit Stromabnehmer. Der Feldversuch soll Anfang 2019 beginnen und dazu beitragen, die Klimaschutzziele der Bundesrepublik zu erreichen. Raumfahrt nach Proxima Centauri. Wenn die Menschheit andere Sonnensysteme erschließen will, muss sie zunächst einmal dorthin gelangen. Französische Wissenschaftler haben sich jetzt mit der Frage beschäftigt, wie groß die anfängliche Crew sein müsste, damit eine gesunde Startpopulation Exoplaneten des nächstgelegenen Sternsystems Proxima Centauri erreicht. Nach ihren Simulationen mit dem Algorithmus Heritage würden für die 6300 Jahre dauernde Reise mindestens 98 Frauen und Männer, also 49 Paare, gebraucht, die sich unterwegs reproduzieren, berichtet Technology Review. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.